Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 130 Von der großen Sehnsucht. Zweiter Teil. Am 6. Dezember kam Remus vorbei und er wunderte sich darüber, nur Hermine im Labor anzutreffen, die gewissenhaft den Wolfsbandtrank braute. Wo ist denn Severus? Wollte er wissen, nachdem er sie gegrüßt hatte. Für einen Moment erkannte er Kummer in ihren Augen, doch gleich darauf erwiderte sie ehrlich, dass es ihm nicht gut gehe und er sich hingelegt habe. Was fehlt ihm? Fragte er knapp. Sie hob und senkte einmal die Schultern entkräftet und antwortete. So genau weiß ich es nicht. Er ist irgendwie anders. Er spricht wenig, isst kaum was und schläft viel. Den Trank füllte Hermine in einen Becher und überreichte diesen Remus, der das Gebräu so heiß wie möglich zu sich nahm. Remus stellte den Becher zurück auf den Labortisch und fischte aus einer Innentasche den Tränkeausweis, während er sagte, »Mir ging es auch schon oft wie ihm.« Er seufzte und spielte mit dem Pass in seinen Händen. Mit gerunzelter Stirn fragte Hermine, »Wieso? Wann ging es dir denn mal so?« Er blickte auf den Tränkepass, wackelte kurz mit ihm und sagte, »Zum Beispiel, nachdem ich gebissen worden war.« Den Pass legte er auf den Tisch, bevor er noch hinzufügte. Und als die Sache mit Alice und Frank passiert ist. Am schlimmsten war es nach dem Tod von James und Lily und auch als wir alle geglaubt haben, Sirius wäre nicht mehr am Leben. Meinst du, er hat eine Depression? Fragte sie neugierig, um Remus' Meinung dazu zu hören, denn sie selbst war davon längst überzeugt. Er lächelte doch nur und winkte ab. Du bist hier die Heilerin, Hermine. Einen Moment später tippte er auf den Pass und sie verstand. Remus benötigte die Unterschrift von Severus als Bestätigung, dass er den Trank genommen hatte. Ich hoffe, er rastet nicht aus, wenn ich ihn wecke, murmelte Hermine, während sie bereits zur Tür ging, um Severus' Räume aufzusuchen. Wie erwartet, befand er sich in seinem Bett, wie schon die letzten Tage. Ein leichter, beißender Geruch war im ganzen Zimmer wahrzunehmen, doch sie hielt sich nicht lange damit auf, sondern betrachtete ihn. Nur mit einer Hose bekleidet lag Severus auf dem Rücken und schlief. Er hatte sich schon lange nicht mehr die Mühe gemacht, sich zuzudecken, denn durchs Kaminfeuer war es hier drinnen angenehm warm. Sie sagte mehrmals seinen Namen, denn sie wollte ihn nicht an der nackten Schulter packen, um ihn zu wecken. Es war ihr unangenehm, seine Privatsphäre zu stören, aber nur, weil sie wusste, dass er es nicht gutheißen würde, wenn er erst einmal erwacht wäre. Andererseits kannte er die Prozedur und wusste, dass der Meister den Pass unterzeichnen musste. Aus dem Wohnzimmer kam der Hund hineingelaufen, der es sich gleich am Fußende bequem machte. Sie knetete seine weißen Ohren und auch wenn sie gar nicht darauf achten wollte, so fielen ihr doch die wenigen Narben auf Severus nacktem Oberkörper auf. Die Schussverletzung an seinem Oberarm war gut verheilt, dachte Hermine, denn es war nur noch ein kleiner weißer Streifen zu sehen. Die Narbe am linken Unterarm kannte sie schon seit dem Tag, an welchem er ihr das dunkle Mal aus nächster Nähe gezeigt hatte. Was sie noch nie hatte sehen können, war die kleine Narbe unter den Rippen, die auf eine alte Stichwunde hindeutete und die ebenfalls alte, nur leicht gerötete Brandwunde auf seinem Bauch. Vor lauter Neugierde beugte sie sich nach vorn, denn als Heilerin kannte sie die Möglichkeiten, Überbleibsel von alten Wunden zu verkleinern oder sogar verschwinden zu lassen. Und als sie etwas näher gekommen war, bemerkte sie, dass der beißende Geruch von Severus herrührte. Sie riss sich zusammen und berührte ihn zaghaft an der Schulter, um ein wenig Druck auszuüben.
Er erwachte sehr schnell und blickte sie entgeistert an, sagte jedoch keinen Ton. Ihm den Pass zeigend, erklärte sie mit leiser Stimme: Die Unterschrift, Severus. Er richtete sich langsam auf, griff nach einer Feder, die er immer auf seinem Nachttisch zu stehen hatte, weil er häufig im Bett sitzend arbeitete, und unterschrieb den Tränkemeisterpass kommentarlos. Er legte sich bereits wieder auf den Rücken und forderte sie mit einem Blick auf, ihn allein zu lassen. Da sagte sie plötzlich etwas verlegen, ohne ihn anzusehen: Tun Sie mir einen Gefallen, Severus. Severus erwiderte nichts, so dass sie sich einen Ruck gab und ihn anblickte. Die Gleichgültigkeit, die seine Miene widerspiegelte, zeugte von einer niedergeschlagenen Stimmung. Sie würde so gern etwas tun, um ihn aufzuheitern, doch momentan wollte er sich nicht helfen lassen, so dass sie diesen Moment nutzte, um ihn mutig auf eine wichtige Sache hinzuweisen, denn sie legte ihm fast flüsternd nahe: Tun Sie mir den Gefallen und nehmen Sie ein Bad. Die beiden rötlichen Flecken, die sich auf seinen Wangen gebildet hatten, bestätigten ihr, dass er sehr wohl verstanden hatte, was sie ihm damit sagen wollte. Hermine nahm den Pass, schenkte ihm noch ein besorgtes Lächeln und ließ ihren Tränkemeister allein. Hier, Remus, sagte Hermine und reichte ihm den Tränkepass, den er sofort wieder in seinen Mantel verstaute. Ach ja, begann Remus. Bevor ich es vergesse. Er zog zwei Gegenstände aus seiner Innentasche heraus, die als Geschenk in durchsichtiger Plastikfolie eingewickelt waren und eine Verpackungsdekoration aus immergrün aufwiesen. In der Folie konnte man einen Schokoladenweihnachtsmann und einige Pralinen erkennen. Für dich, Herr Severus, sagte er lächelnd. Aber wieso? Heute ist doch Nikolaus, schön vergessen. Ist ja nur eine Kleinigkeit, erwiderte er abwinkend. Hermine lächelte und betrachtete die beiden Tütchen, die Remus offensichtlich selbst zusammengestellt hatte, bevor sie fragte: Ich nehme an, die dunkle Schokolade ist für Severus? Natürlich. Ich weiß ja, dass du keine Bitterschokolade magst. Er wandte sich bereits ab und kündigte derweil an: Ich bin noch eben bei Harry und Ginny. Für die beiden habe ich auch noch hier eines. In Ordnung. Wir sehen uns morgen Abend, Remus. Am nächsten Tag, an welchem Remus sich den Wolfsbeintrank abholte, war Severus erstaunlicherweise anwesend und er duftete zu Hermines Erleichterung nach Orange, weshalb sie vermutete, dass Albus auch ihm einmal die gleiche Seife geschenkt haben musste wie ihr. Bis auf einen halbherzigen Gruß hatte Severus nichts von sich gegeben und nachdem er den Tränkepass unterzeichnet hatte, verabschiedete er sich. Hermine sah ihm besorgt hinterher und Remus tat es ihr gleich. Vielleicht brütet er nur eine Erkältung aus, vermutete Remus laut. Ich bin dann auch meistens müde, mir fällt alles viel schwerer. In Hermines Blick erkannte er, dass sie dasselbe hoffte, doch mit etwas ganz anderem rechnete. Am folgenden und letzten Tag, an welchem Remus für Dezember den Wolfsbandtrank einnehmen musste, spielte sich das gleiche wie am Vortag ab, und diesmal glaubte selbst Remus nicht mehr daran, dass sein alter Schulkamerad womöglich nur unter einer Erkältung leiden würde, doch er hielt sich mit Vermutungen zurück. Eine weitere Woche verging, die Hermine Tag für Tag erst zusammen mit Severus und abends alleine im Labor verbrachte. Anne hatte sich bereits bei ihr gemeldet und zugestimmt, das Experiment über sich ergehen zu lassen, aber Sirius wollte natürlich zusehen, was Hermine nicht abschlagen wollte. Als sie Severus davon erzählt hatte, stellte er klar, dass er diesem Test nicht beiwohnen wollte, was Hermines Meinung nach an Sirius' Anwesenheit liegen musste. Sie bekam trotzdem Unterstützung, denn Harry, Ginny und Ron hatten sich angeboten, ihr im Labor zur Hand zu gehen. Ron, fass ja nichts an! Ron zog seine nach einem Glas mit krauchenden Würmern darin ausgestreckte Hand schnell wieder zurück. Harry unterhielt sich derweil mit Sirius und fragte frech grinsend: Wie waren die Flitterwochen? Ein verschmitztes Lächeln formte sich auf Sirius' Mund, bevor er zugab: Ganz wunderbar. Gleich darauf blickte er zu Anne hinüber, die eine gesunde Gesichtsfarbe aufwies. Von ihren Notizen aufblickend, fragte Hermine:
Was habt ihr euch so angesehen? Wart ihr im Vulcanus-Nationalpark oder im Haleakala-Nationalpark auf Maui? Sirius und Anne schüttelten gleichzeitig den Kopf, bevor Sirius zugab. Nein, dafür hatten wir keine Zeit. Oh, machte Hermine. Ihr habt euch wohl eher den Yolani Palace in Honolulu angesehen. Den würde ich auch gern mal besuchen. Nein, den auch nicht, aber wir werden vielleicht nochmal hinfahren, versicherte Sirius. Hermine stutzte und fragte neugierig. Wo genau wart ihr eigentlich auf Hawaii? Anne anblickend fragte Sirius. Wie hieß das? Das war Kauai, wo wir waren. Ah, richtig, sagte Sirius, bevor er zu Hermine schaute. Die wollte gleich wissen. Ah, dann habt ihr aber bestimmt den Botanischen Garten besucht. Wie hieß er noch? Einer Kai. Das muss umwerfend gewesen sein. Sich anblickend mussten Harry und Ron amüsiert grinsen, nachdem sie Sirius' ahnungslose Miene bemerkt hatten, in welcher man erkennen konnte, dass er keine Ahnung von dem hatte, was Hermine eben erwähnt hatte. Die Situation aufklärend, sagte Ginny schmunzelnd. Hermine, das waren Flitterwochen gewesen. Ein wenig beleidigt, antwortete sie. Man kann sich doch trotzdem ein wenig im Land umsehen. Sie reichte Anne eine kleine Ampulle und bat sie, diese auszutrinken. Im Vorfeld hatte sie erklärt, was bei Arabella und ihren Eltern geschehen war. Umso erstaunter waren alle Anwesenden, als Anne nicht einmal einen Zauberstab in die Hand nehmen musste, um ein farbliches Ergebnis zu liefern. An einer Stelle an ihrem Kopf leuchtete ein sehr kräftiges Blau, kräftiger als das Blau bei Hermine oder ihrem Vater. Die Farbe war jedoch genauso träge wie bei ihren Eltern und rührte sich kaum. Was heißt das? Wollte Sirius wissen, der Hermine mit großen Augen anblickte. Was heißt was? Fragte Anne verwirrt. Ist etwas passiert? Sie betrachtete ihre Arme, sah jedoch nichts. Harry erklärte, an deinem Kopf ist eine Stelle, die ganz blau leuchtet. Erschrocken und mit weit aufgerissenen Augen griff sie an ihre Stirn. Habt ihr einen Spiegel? Fragte Anne, die vor Neugierde fast platzte. Mit einem Wink seines Zauberstabes formte Harry aus einer langen Schranktür einen Spiegel, den Anne sich in Windeseile gestellt hatte. Wie verzaubert betrachtete sie ihr Spiegelbild und erneut fasste sie sich an den Kopf, nur diesmal genau an jene Stelle über ihrer linken Schläfe, die blau leuchtete. Gleich darauf fasste sie sich ans Herz, doch dort, wo es laut Schilderung bei Hermines Eltern bereits ohne Zauberstab geklemmt hatte, war keine Farbe zu sehen. Warum am Kopf? Fragte Anne verdattert. Ja, eine gute Frage, erwiderte Hermine, die keine Antwort darauf geben konnte. Sirius warf etwas ein, das tatsächlich Sinn machte, denn er stellte die Theorie auf. Man hat Anne als Kind doch mit einem Gedächtniszauber belegt. Vielleicht sind das die Rückstände. Bestätigend fügte Ginny an. Ein Gedächtniszauber ist einer der stärksten Zauber, die auf den menschlichen Körper einwirken können. Möglich wäre es. Verdattert fasste Ron zusammen. Aber dann würde ja jeder Muggel ein wenig Magie zurückbehalten, wenn er mal verzaubert worden war. Sich an der aufgestellten Theorie beteiligend, sagte Harry, das könnte man doch testen, indem wir Anne mit einem Spruch belegen, oder? Oh nein, sagte Anne. Davon war in Hermines Brief nicht die Rede gewesen. Beschwichtigend, sagte Hermine. Keine Sorge, wir machen ja nichts ohne dein Einverständnis. Sie blickte Sirius an und bat ihn. Gib Anne mal bitte deinen Zauberstab. Im Nu hatte er seiner Frau den Stab überreicht und in diesem Moment wurde die blaue Farbe an ihrem Kopf etwas kräftiger, jedoch nicht viel. Das ist komisch, murmelte Hermine laut denkend. Für alle fügte sie erklärend hinzu. Bei meinen Eltern hatte man auch Farbe am Arm gesehen, besonders aber am Herzen und letzteres auch schon ohne Stab. Auch bei Arabella hat sich Farbe am Arm gezeigt, aber erst als sie meinen Stab gehalten hatte. Aber bei dir?
Da ist nur das bisschen am Kopf. Arabella ist ja auch nachweislich ein Squib, sagte Ginny. Sie stammt definitiv von Eltern ab, die zaubern konnten. Bei ihr muss Magie in geringem Maße vererbt worden sein. Harry bestätigte. Da kann ich nur zustimmen. Arabella hat ja auch vereinzelte Fähigkeiten. Konnte zum Beispiel die Dementoren zwar nicht sehen, aber fühlen. Dafür kann sie Hauselfen sehen. Sie kann nur nicht zaubern, ist aber empfänglich für die magische Welt und ihre Eigenarten. Anne konnte Hogwarts aber auch sehen, warf Sirius als Überlegung ein. Ja, bestätigte Hermine. Aber vielleicht nur, weil man ihr als Kind die Erinnerung genommen hatte und durch diesen sehr kräftigen Zauber ein Hauch Magie an ihr haften geblieben ist. Außerdem hatte sie einen Zauberstab bei sich getragen, der das verstärkt haben könnte. Wahrscheinlich hätte jeder magische Gegenstand die Farbe und somit die Fähigkeit, verstärkt magisch verborgene Orte sehen zu können. Vergesst nicht, erinnerte Anne, dass man mir vor kurzem auch die Erinnerung nehmen wollte und ich nochmal mit diesem Vergissmich-Zauber in Berührung gekommen war. Vielleicht hat der die leicht verblasste Magiesignatur von damals wieder aufgefrischt, warf Ginny in den Raum hinein. Seufzend nörgelte Hermine. Gott, das wird viele Jahre dauern, bis ich herausbekommen habe, ob und wie lange ein Zauber eine Spur an einem Muggel zurücklässt. Och, begann Anne frech lächelnd. Ich habe Zeit. Jeder betrachtete Annes Kopf, was ihr ein wenig unangenehm zu sein schien. Hermine fragte sie mit netter Stimme. Anne, ich würde gern einen Zauber an dir anwenden und überprüfen, ob von ihm etwas an dir zurückbleibt. Kommt darauf an, was für einen, konterte Anne skeptisch. Was Harmloses, versicherte Hermine. Sie überlegte einen Moment und fragte dann. Ich könnte dir die Nägel lackieren. Hast du mich jemals mit Kosmetik gesehen? Fragte Anne zurück. Ich schminke mich nicht und ich mag auch keinen Nagellack. Es ist ja kein Lack, beschwichtigte Hermine. Es würden sich direkt deine Nägel färben. Kannst du die Haarfarbe ändern? Fragte Anne plötzlich sehr interessiert. Ja, schon, aber nur einfarbig. Alles andere traue ich mir nicht zu, erklärte Hermine, die in Kosmetikzaubern nie sehr gut gewesen war, weil die für sie wenig Sinn machten. Okay, dann mittelbraun bitte, sagte Anne lächelnd. Dann werde ich endlich die grauen Haare los. Hermine nickte und zog ihren Stab, den sie auf Anne richtete. Im Nu waren Annes Haare von den wenigen grauen Haaren befreit, denn ihre eigene Haarfarbe war bereits mittelbraun. Gleich darauf erkannte jeder, auch Anne in ihrem Spiegelbild, dass ihre Haare von einem blauen Schimmer umrahmt waren. Es ist also wahr, freute sich Hermine. Ein Zauber an einem Muggel lässt Magiespuren zurück. Abrupt entglitten ihr die Gesichtszüge und sie dachte laut. Um Himmels Willen, dann geben die Vergissmich ja jedem Muggel, den sie eigentlich von ihren Erinnerungen befreien wollen, die ungeahnte Fähigkeit für Magie nur noch viel empfänglicher zu sein. Das muss ich Kingsley mitteilen. Sie setzte sich an ihren Tisch und notierte alles Wichtige, während die anderen fünf noch das Ergebnis bestaunten. Kannst du in einer Woche nochmal kommen? Ich würde gerne sehen, ob der blaue Schimmer in deinen Haaren nach einiger Zeit noch immer so stark ist oder vielleicht sogar sichtlich verblasst ist. Der Zauber verfliegt nämlich nach ungefähr 3 Tagen, sagte Hermine. Schon nach 3 Tagen? Schade. Jede Tönung aus unserer Welt hält einige Wochen an, sagte Anne enttäuscht. Nachdem der Farbtrank seine Wirkung verloren hatte, unterhielten sich die 6 noch ein wenig über die erhaltenen Resultate. Selbst Ron machte es Spaß, einige Theorien aufzustellen, und er war sehr erfreut, dass Hermine sich dazu sogar Notizen machte, was bedeutete, dass seine Überlegungen kein Dummen gewesen sein konnten. Er wünschte sich sehr, dass sie Erfolg mit diesem Trank haben würde. Sie war schon früher immer unsicher gewesen, was ihre Leistungen betraf, und niemand hatte ihr diese Angst nehmen können. Nicht einmal die vielen guten Noten, die sie überwiegend erhalten hatte. Ron gönnte ihr einen großen Erfolg
und er sah sie jetzt schon ganz vorn in der Riege der bekannten Zaubertränkemeister und Meisterinnen. Er selbst hatte sich bereits einen Namen im Quidditch gemacht. Der Name Ron Weasley stand mittlerweile häufiger in den Zeitungen als Harry Potter, wogegen besonders Harry nichts einzuwenden hatte. Ron ließ seinen Blick schweifen und der fiel auf seine Schwester. Es machte ihn glücklich, sie so ausgeglichen und fröhlich zu sehen, denn in den Jahren, in denen Harry ihr aus dem Weg gegangen war, hatte sie sich nach ihm verzehrt und Ron hatte es bedauert, dass sie ihrem Glück entsagen musste. Ihr nun stetiges Lächeln und die verliebten Blicke, die sie Harry zuwarf, erwärmten regelrecht sein Herz. Gleich darauf betrachtete er die frisch Vermählten. Sirius und Anne berührten sich immer wieder, während sie sich mit den anderen unterhielten. Sie fassten sich gegenseitig an den Arm, streichelten sich für wenige Sekunden über den Handrücken oder sahen sich liebevoll in die Augen. Diese Momente waren bei ihm mit Angelina viel zu schnell vorübergegangen, denn sie verbrachten den ganzen Tag miteinander, beim Frühstück, beim Training, danach zu Hause und nachts im Bett. Wehmütig blickte er zu Hermine hinüber, die momentan sehr herzhaft über die Bemerkungen von Ginny lachen musste, doch ihm war nicht entgangen, dass das fröhliche Funkeln in ihren Augen fehlte. Nur für einen Moment überlegte er, ob eine Zeit der Trennung vielleicht Wunder bewirken könnte. Womöglich könnte er eines Tages doch mit ihr sein Glück finden, doch er wusste tief in seinem Herzen, dass es mit ihr an seiner Seite nie funktionieren würde. In dem Moment, als er Hermine gedankenverloren beobachtete, schaute sie für einen Augenblick zu ihm hinüber und die warmen Augen spiegelten den unerfüllbaren Wunsch wieder, vielleicht in ferner Zukunft doch zueinander finden zu können. Wenn da nur ein kleines bisschen mehr zwischen ihnen wäre, dann würde ihnen nichts mehr im Wege stehen. Aber es fehlte. Gut, ich komme dann mit Sirius in einer Woche nochmal vorbei, sagte Anne verabschiedend. Die sechs gingen zusammen auf den sonst so kalten und trostlos wirkenden Flur hinaus, der mit einem Male durch das Lachen und die netten Worte, die noch ausgetauscht wurden, an Leben gewann. Mit Harry und Ginny wollten Sirius und Anne noch einen Moment ihrer Zeit verbringen, bevor sie nach Hause flohen würden. Und die vier schlenderten bereits gemächlich den Gang hinunter, um die Treppe nach oben nehmen zu können. Ron ließ die vier ziehen und blieb noch einen Moment bei Hermine. Er lächelte zaghaft, bevor er sie anblickte. Er strich ihr mit einem Finger über die Wange und sagte: Du hast wieder etwas Farbe im Gesicht bekommen. Vorher hast du wirklich schlimm ausgesehen. Naja, es ist zwar Winter, aber Sonne ist Sonne und im vierten Stock bekomme ich reichlich davon, erklärte Hermine mit einem sanften Lächeln auf ihren rosigen Lippen, die Ron für einen Moment fixiert hatte. Er fragte sich, ob es kribbeln würde, sollte er sie küssen. Ich denke, Mine, dass du mit dem Trank wirklich einen großen Erfolg haben wirst, wenn du erstmal ein paar Tests gemacht hast, sagte er stolz. Das ist lieb von dir, Ron. Ich meine das wirklich ernst, versicherte er ihr, weil er dachte, sie würde davon ausgehen, er wollte ihr nur schmeicheln. Sie hob ihre Hand und strich ihm sanft über den Oberarm, bevor sie sagte: Ich weiß, Ron, und ich bin dankbar dafür, dass du an mich glaubst. Sie ließ ihre Hand fallen und fragte: Bist du morgen auch wieder hier? Ja, aber nur um Mittag herum, weil ich mit Angelina ihre Eltern besuchen wollte, erklärte er. Wir können ja mal zusammen mit den Schokofroschkarten spielen, schlug er vor. Das können wir machen, sagte sie nickend. Kurz musste sie an Severus denken, mit dem sie schon einmal in einem Team gespielt hatte. Dann bis morgen, Mine, sagte Ron und beugte sich vor. Sie begrüßten und verabschiedeten sich wie immer mit einem vertrauten Kuss auf den Mund. Und diesmal wollte er während dieser eingebürgerten Geste unbedingt etwas fühlen. Er hoffte auf das Kribbeln, das den beiden fehlte.
Ihre Lippen berührten sich und Ron verweilte einen Moment länger als sonst. Doch so sehr er es auch gewünscht hatte, das Kribbeln war ausgeblieben. Bis morgen, sagte Ron etwas enttäuscht klingend, bevor er sich umdrehte und den anderen nach oben folgte. Hermine blickte ihm nach, denn sie wusste genau, immerhin kannte sie ihn bestens, was er sich eben erhofft hatte. Auch sie hatte nichts anderes verspürt als Freundschaft und Vertrautheit. Am anderen Ende des Ganges, im Schatten einer Nische, verbarg sich Severus, der gerade eben vom Dachboden zurückgekehrt war. Er hatte das Intermezzo der beiden durch Zufall beobachtet und ihm war nicht entgangen, dass diese Verabschiedung dieses Mal viel länger gedauert hatte als üblich. Es könnte ihm egal sein, redete er sich ein, aber er fragte sich, warum sich ein Gefühl in ihm ausgebreitet hatte, das er seit über 2 Jahrzehnten nicht mehr gespürt hatte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.